Ich möchte Sie begrüßen zu einer Aufnahme, die ich noch nachschieben wollte zum Thema Runge-Kutta-Verfahren. Ich wurde gefragt, ob man das Runge-Kutta-Verfahren auch für Differentialgleichungen zweiter Ordnung verwenden kann. Und die Antwort ist ja, das ist durchaus möglich. Ich habe hier das bekannte Beispiel der gedämpften Schwingung mal ausgesucht. Wir können bei der gedämpften Schwingung ja das Grundgesetz von Newton verwenden. Masse mal Beschleunigung ist gleich Federkraft minus K mal Y. Dann eine Reibkraft minus Alpha mal Y Strich, wenn sie geschwindigkeitsproportional ist. Und hier vielleicht noch eine externe Kraft, die dann auch periodisch einwirken soll. Dann können wir auch gleich den Fall der Resonanz anschauen. Diese Gleichung habe ich jetzt durch M noch dividiert auf beiden Seiten. Dann habe ich sie also als explizite Gleichung vorliegen. Und die Übersetzung in die Runge-Kutta-Sache habe ich jetzt hier mit GeoGebra gemacht. Sie sehen hier die X-Kolonne, das ist dann hier die Zeitachse. Sie sehen hier die Y-Werte, die rauskommen, wenn wir mit Runge-Kutta die Berechnungen machen. Und wenn ich da jetzt mal draufklicke und die einzelnen Punkte hier anzeige, dann können Sie hier an der gelben Schrift auch sehen, was ich da programmiert habe. Die X-Kolonne wird einfach generiert, indem ich mit dem Startwert starte, den ich da vorgebe, Y0, das habe ich hier. Das V0 gebe ich auch vor, das darf man ja hier bei der Differentialgleichung zweiter Ordnung, da kann ich zwei Anfangsbedingungen machen, also hier habe ich das Y0, hier das V0 und dann werden die neuen Werte hier ist das Y0, hier das V0 und dann werden die neuen Werte berechnet, indem wir hier diese Steigungsfaktoren quasi für die Y-Werte und für die Y-Strichwerte berechnen müssen. Und das Resultat ist dann hier abgebildet, eine gedämpfte Schwingung, wie wir das erwarten. Wir können die Anfangsbedingungen, wie gesagt, auch setzen, das habe ich vorher schon gezeigt. Wir können den Anfangspunkt und die Anfangsgeschwindigkeit verändern. Und wenn wir jetzt da schauen, wie die physikalischen Parameter sich auswirken, zum Beispiel eine stärkere Feder, eine schwächere Feder, bewirkt eine unterschiedliche Schwingfrequenz. Die Masse kann ich verändern, es hat einen ähnlichen Einfluss. Ich kann auch die Dämpfung verändern. Hier machen wir mal ein bisschen einen größeren Anfangswert. So, dann sehen wir also schön, wie diese Dämpfung dann auch so stark gewählt werden kann, dass am Schluss dann die Schwingung, ohne zu überschwingen, dann auch auf einen Endwert runterrutscht. Ich kann hier auch die Simulationsparameter ändern, die Schrittweite nämlich. Dann wird das ein größerer Zeitabschnitt dargestellt. Je kleiner ich das wähle, desto genauer wird dann auch die Simulation. Wir wollen rasch schauen, ob das einen großen Einfluss hat, indem wir die Dämpfung mal kleiner machen. So. Schauen Sie mal hier diese erste Nullstelle an, bei etwa 4. Wenn ich da jetzt mit dem Alpha sehr große Werte mache, rutscht mir da tatsächlich dann die Nullstelle da weg. Offenbar ist bei jetzt das, wie gesagt, mit GeoGebra, das könnte man theoretisch auch mit Excel machen, aber was mit Excel furchtbar mühsam ist, ist, wenn man die Funktion ändern möchte, dann kann man hier bei GeoGebra einfach die Funktion neu definieren. Ich muss einfach die immer noch f von x nennen und dann wird die hier immer neu übernommen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal die externe Kraft noch dazu genommen, die ich da unten einstellen kann und dann ist das auch die Schwingung nicht mehr eine freie Schwingung, sondern eine erzwungene Schwingung. Die Kraft mal mit der Amplitude hochfahre, dann sehen Sie, dass da im Moment noch nicht so viel passiert. Ich mache mal den Anfangswert auf 0. So, Geschwindigkeit auch auf 0. Ungefähr. So, dann wird jetzt also die Auslenkung durch die externe Kraft erzeugt. Wenn die 0 wäre, würde sich gar nichts mehr bewegen, dann wäre die ganze Sache auch in Ruhe. Wenn da diese Anregung von außen kommt, dann sehen Sie, dann kommt es langsam zu einem Mitschwingen und die Frequenz der Anregung sagt dann auch, wo das Mitschwingen dann stark stattfindet. Wir können hier Wurzel K durch M anschauen. Wurzel K durch M ist, machen wir da mal 1 daraus, 3,2, hier auch 3,2, so ungefähr. Dann ist die Resonanz bei 1, Omega gleich 1, und hier haben wir ungefähr 1, dann wird die Resonanz wirklich recht schön sichtbar. Das schwingt sich dann auf. Das Alpha größer machen, sieht man auch, wie es nachher bei größerem Omega und bei kleinerem Omega wieder eine kleinere Amplitude gibt.
Also das nur zum Demonstrieren, wiederum, wie schön, dass Georg Eber eben da uns einen unterstützt bei solchen Überlegungen und auch zum Zeigen, dass eben die Runge-Kutta-Methode auch für höhere Ordnungen an sich anwendbar ist. Ab der zweiten Ordnung muss man dann sechs so Hilfskolonnen machen, die dann diese Zwischenschritte ausrechnen. Wenn man dann noch höhere Ableitungen macht, wird dann der Aufwand noch größer. Aber erste und zweite Ordnung sind ja die häufigsten Anwendungen der Differentialgleichungen.